Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TÜV Berlin Spezial. Und heute habe ich jemanden eingeladen, da sagen Sie, den kenne ich doch. Den kenne ich doch. Ja, was war denn da? Ja, er war mal Gesundheitssenator in Berlin, Mario Schaja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ja. Vielen Dank, Bruder, dass ich da sein darf. Sein Bruder ist bei der FDP und Fraktionschef im Abgeordnetenhaus. So ist es. Da wollen Sie aber jetzt nicht rein, wenn am 26. September gewählt wird. Sie wollen gleich eine Stufe höher, Sie wollen im Bundestag. Ja, gleich ist gut. Also ich bin jetzt seit 21 Jahren, darf ich im Berliner Abgeordnetenhaus sein und die Interessen der Menschen in meinem Wahlkreis vertreten. Aber wir spüren, dass wir an unsere Grenzen stoßen, dass viele Dinge im Bezirk sich eben nicht bewegen lassen, wenn wir nicht in der Bundespolitik mit den wirklich Verantwortlichen auf Augenhöhe sprechen. Und unser Bezirk wird da nicht anständig vertreten. Wir haben nur eine Abgeordnete, die in der Opposition ist. Und ich glaube, wir brauchen einfach einen, der auch die Interessen auf Augenhöhe mit den Verantwortlichen besprechen kann und dann sich vor Ort auf eine gute Mannschaft verlassen kann, weil am Ende des Tages ist gute Bundespolitik auch immer sehr gute Kommunalpolitik. Das war schon eine Wahlkampfrede, aber soll es ja auch sein. Ich springe mal zurück. Ich kann mich erinnern, als Gesundheitssenator haben Sie eine gute Figur gemacht, haben alle geschrieben. Und irgendwie haben es auch alle nicht verstanden, dass Sie das plötzlich nicht mehr waren. Hat Sie das damals geschmerzt? Na, politische Verantwortung ist immer auf Zeit. Und ich hatte ja in meiner Amtszeit nicht nur die Verantwortung für Gesundheit, sondern auch 20 schwere und harte Monate mit der Versorgung von Flüchtlingen in Berlin. Da lernt man dann auch auf der Beliebtheitsskala von ganz oben. Da wurden Sie ordentlich geprügelt. Von ganz oben bis nach fast unten zu gehen. In der Gesundheitspolitik haben wir eine ganze Reihe an Dingen in Berlin anstoßen können, aber so ist das. Man hat 5 Jahre Zeit und darf 5 Jahre gestalten. Ich hätte das gerne weitergemacht, aber der Wähler hat anders entschieden und damit gab es eine andere Regierung. Nun bleiben wir mal in der gegenwärtigen Phase. Ja. Pandemie ist so ähnlich schlimm wie Flüchtlinge. Ich meine schwierig, nicht schlimm, das Wort wird gestrichen, ist schwierig zu handeln. Macht das die Frau Kalajdzic richtig als ihre Nachfolgerin im Amt? Also zunächst ist es ja ein ungeschriebenes Gesetz, dass man sich nicht zu der Politik der Nachfolgerin äußert. Ich weiß das. Trotzdem die Frage gestellt. Und deswegen tue ich das auch ausgesprochen ungern. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt in meiner ehrenamtlichen Position als Präsident des Deutschen Roten Kreuzes erlebe, wie das Thema Impfen vorbereitet wird. Und da kann ich sagen, kann man sich auf den Senat und auf die Zusammenarbeit mit dem Senat verlassen. Da erleben wir eine verlässliche Senatsverwaltung. Und ansonsten halte ich mich an das ungeschriebene Gesetz, die Gut, Politik. Frage ist gestellt, wird nicht beantwortet, aber ist richtig so. Aber ich komme noch mal drauf zurück. Als ehrenamtlicher Präsident des Roten Kreuzes in Berlin, ja, sehen Sie, Sie haben es gesagt, was da jetzt passiert. Die Impfzentren werden aufgebaut. So, ist das alles richtig, wie wir das machen? Wir sind ja immer schnell bei der Hand, geht zu langsam, ist zu wenig da. Ja, wer impft denn überhaupt, darf das auch ein Nichtarzt machen? Ja, was sagen Sie, geben Sie mal Aufklärung. Also zunächst ist es so, dass wir ja froh sind, dass Impfstoffe jetzt überhaupt zugelassen sind und dass in der großen Geschwindigkeit die Wissenschaftler dieser Welt an ganz unterschiedlichen Orten gut zusammengearbeitet haben, um den Impfstoff zu entwickeln. Ich höre von einigen, die sagen, ist das nicht ein bisschen schnell? Hätte man das nicht besser erproben müssen? Na klar, denkt doch jeder. Alles andere dauert 10 Jahre. Vieles dauert 10 Jahre. Monate. Nicht jeder Grippeimpfstoff dauert 10 Jahre. Da kann man das mit Abwandlung machen. Aber klar, es muss Begleitforschung geben. Es muss genau geschaut werden, gibt es Nebenwirkungen bei einem Impfstoff. Und die Institute in Europa werden sich gut überlegt haben, was sie zugelassen haben und was nicht. Er wird ja auch in Großbritannien schon seit einem Weilchen angewandt. Das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Aber Impfen ist immer eine Langfristbetrachtung, wie Medizin auch. Und es kann immer noch Problemlagen sicherlich an der einen oder anderen Stelle geben. Ich glaube, dass wir das in Deutschland, so wie wir es jetzt machen, richtig machen. Dass wir die zentralen Impfstellen haben, an denen die besonderen Personengruppen geimpft werden können und dass wir gleichzeitig mobile Teams haben, um die Hotspots in den Pflegeheimen anzufahren, um dort die Pflegekräfte zu impfen und auch, wenn Sie möchten, die Bewohner in den Einrichtungen. Denn wir haben in den letzten Wochen in Berlin gesehen, jeder Zweite, der in Berlin an Covid-19 gestorben ist, ist in einem Pflegeheim gestorben. Und das zeigt sich, dass das die größte Baustelle ist, um die Sterblichkeit zu verringern. Wo kommt der Impfstoff eigentlich her? Als Präsident des Roten Kreuzes müssen Sie sich das ja auch fragen. Sie brauchen da auch einen Vorrat. Da kann man den einfach so kaufen irgendwo, rufen Sie irgendwo an
Sagen, liefern Sie mir mal einen Lastwagen voll Impfstoff oder müssen Sie Herrn Spahn fragen, dass er Ihnen was abgibt? Also ist es so, Ihren dass Parteifreund, Sie sind ja CDU. Ja, es ist so, dass wir vom Roten Kreuz organisieren alle Vorbereitung, Nachbereitung zum Impfen. Das Impfen selbst machen die Ärzte der kassenärztlichen Vereinigung. Ja, Vorbereitung heißt doch, Sie müssen den Impfstoff besorgen. Und der Impfstoff wird geliefert, zentral. Von wem? Vom Bund. Der Bund beschafft den Impfstoff, der Bund kauft ein. In Europa wird zentral verabredet mit den Herstellern, welches Land wie viel kriegt. Dann wird das über den Bund geliefert und die Bundeswehr ist auch damit im Einsatz, um die Sicherheit des Impfstoffs zu gewährleisten, ihn zu transportieren und von den zentralen Stellen dann an die Orte zu bringen, wo er aufbereitet wird. Sie wissen, beim BioNTech-Impfstoff ist es so, dass er sehr stark gekühlt werden muss. Und wenn er dann aufbereitet wird vor Ort, dann eingesetzt werden. Also wir bekommen den geliefert. Haben Sie ihn schon? So, ja, jetzt ja. Also wir sind ja Anfang Januar und jetzt haben wir natürlich schon Impfstoff. Ja. Und kommt er mit dem Panzer angeliefert, damit keiner ihn wegklaut? Naja, das ist gar keine so ganz spaßige Sache leider, weil wir wissen von der Polizei und von den Sicherheitsdiensten, dass es eine Gefahrenlage gibt, dass radikale Impfgegner androhen, den Impfstoff zu zerstören zu wollen, dass sie die Impfstätten angreifen wollen, die Impfzentren, und das ist auch für viele Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die für die Hilfsorganisationen arbeiten, kein leichtes Zutun, zu wissen, dass sie für ihre Arbeit gegebenenfalls auch noch mal trittiert werden. Ja, das heißt, Sie schlafen also neben dem Impfstoff? Nee, wir nicht, sondern ich hoffe, ein paar Bundeswehrsoldaten tun das, ja. Und alles geht reibungslos. Ist genug Impfstoff da? Ich weiß nicht, wie viel Sie hier schneiden an der Sendung. Aber, gar nichts. Wir sind im Januar und wir können das noch nicht ganz genau sagen, wie aus der heutigen Perspektive jedenfalls nicht, ja. Na gut, da haben Sie ja noch ordentlich was zu tun. Und die Wirkung, auf die verlassen wir uns. Kann man das überhaupt? Kann irgendjemand sagen, das funktioniert jetzt so, wie wir uns das vorgestellt haben? Wir impfen, dann ist jetzt ist Januar. Nach 3 Wochen zweite Impfung, dann ist Februar. Und dann wird geprüft, ob es funktioniert, dann ist März. Und dann haben wir Ostern. Ist das so die Zeitspanne, die man ganz ernsthaft im Auge haben muss, dass bis Ostern eigentlich keine verlässlichen Ergebnisse vorliegen können? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir wissen nicht, wie viel, also es gibt ja unterschiedliche Impfstoffhersteller und verschiedenste Impfstoffhersteller, die auch noch im Zulassungsverfahren sind. Ich glaube 7 oder 8 insgesamt, die den Impfstoff bei der Europäischen Arzneimittelbehörde im Zulassungsverfahren haben. Wir haben einerseits den Impfstoff von BioNTech, den man zweimal impfen muss, den von AstraZeneca nicht. Der ist, da reicht eine einmalige Impfung. Gibt auch andere Anbieter, bei denen eine einmalige Impfung reichen wird. Entscheidend ist, wie viel Menge wird produziert, wie hoch ist die Impfbereitschaft in der Bevölkerung, um eine Durchimpfung der jeweiligen Risikokohorten zu erreichen. Aber von der Zeitschiene her sagen manche sogar einen noch längeren Zeitraum, weil sie sagen, man muss erst 60% der Bevölkerung geimpft haben, um überhaupt eine, sind wir ja im nächsten Jahr, eine Immunisierung im zu haben. Im übernächsten Jahr. Das ist das, was im Dezember die Kanzlerin auch noch im Bundestag gesagt hat. 60% Durchimpfungsgrad, sagen die Wissenschaftler, braucht man, um eine Immunisierung zu haben. Wann man das erreicht, wie hoch die Bereitschaft ist, das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen zeigen. Ich glaube, dass es jetzt erstmal darauf ankommt, die Hochrisikogruppen, diejenigen, die, wenn sie an Covid-19 erkranken, hohe Gefahr laufen, schwer zu erkranken, auf eine Intensivpflege zu müssen und möglicherweise auch oder mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch eine hohe Sterblichkeit zu haben, dass diese Gruppen besonders erreicht werden, um sie zu schützen. Und mein Eindruck ist, dass diese Personengruppen auch im Besonderen bereit sind, sich impfen zu lassen. Jetzt habe ich mal so gerechnet, 60% bei 80 Millionen Einwohnern heißt, 48 Millionen müssen mindestens geimpft sein. Ja, und dann müssten Sie es eigentlich noch in ganz Europa machen, weil dadurch, dass in Europa ein Austausch stattfindet, müsste man mindestens eine europäische oder wenn nicht sogar eine weltweite Durchimpfung der Kohorten haben, um das zu ermöglichen. Das ist ein mittellanger Weg, ja.
Also nichts mit Sommerferien und so. Kann ja, das man vielleicht ich, schon mal mit einem Fragezeichen versehen. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, da gucken alle in die Glaskugel. Sondern die Hoffnung ist, dass wir wieder zu einem Stück Normalität zurückkommen und dass vor allem die Zahl der Schwersterkrankten, wie wir es im November, Dezember sehr sprunghaft, ja übrigens trotz Regeln, die wir hatten, gesehen haben, dass diese Zahl nach unten geht und wir wieder Platz haben auf den Intensivbetten, weil das, was wir über Weihnachten und Silvester gesehen hat, war in den großen Kliniken in Berlin ziemlich dramatisch. Also, alles in guter Hand bei Ihnen, der Impfstoff wird gut bewacht. Ja, wir machen das. Eins ist mir wichtig zu sagen, das Deutsche Rote Kreuz macht das nicht alleine, ja, sondern wir machen das mit den anderen Hilfsorganisationen zusammen. Wir haben uns die 6 Impfzentren miteinander aufgeteilt. Die mobilen Impfzentren oder die mobilen Teams werden von uns mit koordiniert, aber die Bundeswehr fährt mit den Fahrzeugen raus und die Ärzte kommen von der kassenärztlichen Vereinigung. Super. Wir reden aber gleich weiter über die Zukunft von Mario Chaya, ehemaliger Gesundheitssenator von Berlin. Er will nämlich in Bundestag und was seine Schwerpunkte sind. Die Wahl ist am 26. September diesen Jahres und na, mal sehen, was Sie so vorhaben. Okay, bis gleich. Zurück bei TV Berlin Spezial und zu Gast ist Mario Chaya, ehemaliger Gesundheitsminister von Berlin. Jetzt will er aber in den Bundestag für die CDU. Das heißt, Sie sind nominiert und kommen auch. Und die Liste ist aber schon fertig oder noch nicht? Nein, eine Landesliste gibt es nicht, sondern die wird im Laufe des Jahres aufgestellt in Berlin. Und ich bin im Wahlkreis in Marzahn-Hellersdorf nominiert, also der Herzkammer der Linkspartei, dass Sie 30 Jahre lang direkt gewonnen haben. Und jetzt wollen Sie nur erobern. Ich glaube, dass die kurze Antwort, ja. Ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen verstanden hat, dass sie einen brauchen, der mit den Verantwortlichen auf Augenhöhe spricht, einen Macher, der das im Wahlkreis gezeigt hat und der nicht nur schwätzt, sondern tut. Und der auch schon die aktive Erfahrung in der Politik gemacht hat. Anders als viele andere in Berlin, die gerade mal anfangen, über Politik nachzudenken. Ja, gut. Aber gut, wollen wir nicht drüber reden. Wir reden über Sie. Was hat Sie denn bewogen? Ja, jetzt so nach 5 Jahren Abstinenz aus der Berliner Politik, ja, als ehrenamtlicher Präsident des Roten Kreuzes, der mit der Politik peripher was zu tun hat. Und das ist auch ein Ehrenamt, jetzt zu sagen, ich kandidiere für den Bundestag. Und das noch ziemlich riskant. Sie müssen den Wahlkreis direkt holen. Also erstens, ich werde den Wahlkreis direkt holen. Das, wir machen eine Wette. Ja. Ich habe jetzt nur gelacht über diese ja. Zuversicht. Ja, ja. Wie viel hat die CDU beim letzten Mal geholt? 22-23% hat die CDU da geholt. Ich möchte die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler erreichen für mich. Und ich habe nie auf Prozente geschaut, sondern auf die Absolutwählerzahl. Ich durfte in meinem Wahlkreis knapp 50% Zustimmung haben bei der letzten Landtagswahl. Da gab es jetzt nicht so viele, die auf mich gewettet haben. Und es war dann ein ganz anständiges Ergebnis, glaube ich, in Berlin. Sowohl im Wahlkreis als auch für die Partei. Nein, ich glaube, die entscheidende Frage für viele Menschen, gerade in Marzahn-Hellersdorf, in Malsdorf, Krautsdorf, Biesdorf, 3 Ortsteile, die ja zwingend dazugehören, sich aber im Namen immer nicht so richtig wiederfinden, ist, was sind die Herausforderungen in dem Bezirk? Wir haben einen großen Campus, das Unfallkrankenhaus, das läuft ganz gut, aber da ein wissenschaftliches Institut, eine Bundesinstitution daneben, würde wirtschaftlichen Aufschwung bringen. Wir haben ein großes Gewerbe- und Entwicklungsgebiet, den Cleantech Business Park, 90 Hektar. Wir sehen in Buch und in Adlershof, was es werden kann, wenn da auch Forschungseinrichtungen sind, wenn da Bundesförderung an so einem Standort vertreten ist. Und wir haben so Themen wie die tangentiale Verbindung Ost, darüber diskutieren die Leute auch schon seit Ewigkeiten. Und ich höre oft auf der Straße, dass sie sagen, was wir in der DDR an Zeit gebraucht haben, um das Material zu beschaffen, brauchen wir heute an Zeit, um die Genehmigung zu planen. Ja, das ist unerträglich. Und der Senat hat das Ding so verschlammt mit der tangentialen Verbindung Ost, dass im nächsten Jahr sogar droht, dass das Geld verfällt. Das ist alles Bundeskohle, die da eine Rolle spielt. Und es zeigt schon, wir müssen einfach. Und die ist vorhanden. Die muss man ja nicht erst beantragen, die muss man holen. Die muss man holen, die muss man umsetzen und man muss vor Ort ein Team haben, die das anständig bearbeiten. Und weil wir das haben und weil wir der Auffassung sind, dass wir nicht nur die Probleme beschreiben, sondern dass wir auch Herausforderungen lösen wollen, glaube ich, dass wir auch erreichen können, dass die Mehrheit der Menschen sagt, das ist ein gutes Team. Das ist nicht einer alleine, sondern es ist eine gute kommunale Mannschaft,
gute Landtagsabgeordnete. Ich war jetzt 21 Jahre im Parlament. In meinem Wahlkreis gab es, als ich angefangen habe, keine Kanalisation. 60 Kilometer der Straßen waren unbefestigt. Sie erinnern sich vielleicht noch an dieses unsägliche Straßenausbaubeitragsgesetz in Berlin, wo jeder dafür bezahlen sollte. Ein Krankenhaus, das sollte von Sarrazin abgewickelt werden. Wir hatten keine Oberschule. All die Dinge haben wir erreicht. Sarrazin, damals Finanzminister. Ja, Finanzsenator in Berlin, sparen, bis es quietscht. Das war seine Devise. Und fahren Sie doch die Löcher in der Straße, müssen ja nicht drüber fahren. Genau. Und wenn es euch zu kalt ist zu Hause, dann zieht euch einen Pullover an. Wir erhöhen nicht den Wohngeldzuschuss. Genau, das war Sarrazin. Es passte sicherlich auch in die Zeit, aber die Herausforderungen, die es damals gab, davon gab es viele richtig große Herausforderungen in dem Bezirk, die wir gelöst haben. Erinnern wir uns an die Sparphase, wo die internationale Gartenausstellung nicht stattfinden sollte, wo wir von Tempelhof nach Marzahn geholt haben in unserer Regierungszeit, wo die Seilbahn gebaut wurde. Übrigens, gegen alle, die Sie heute verteidigen, wollten Sie damals alle nicht haben und meinten, es wird ein Schandfleck. Ist immer so. Ja. Also, wir haben gezeigt, dass wir liefern können, dass wir Dinge umsetzen. Und die Dinge, die jetzt geändert werden müssen, dafür braucht man einen starken Vertreter in der Bundespolitik für diesen Wahlkreis. Und wenn der direkt gewählt ist mit der Erststimme, dann ist das, hat der garantiert auf der Bundesebene nicht den Platz in der allerletzten Reihe. Und insofern ist die Situation so, dass ich da um die Unterstützung kämpfe. Und Petra Pau hat ja einen Listenplatz. Das ist ja die ernstzunehmende Gegenkandidatin dort im Wahlkreis. Sie wird ja sicherlich den Listenplatz 1 haben. Das heißt, sie ist so oder so im Deutschen Bundestag. Ja. Ob sie direkt dann gewählt wird oder Ihnen nicht. Kann sie auch überlassen, ne? Die anderen Stimmen. Da kann getrost jeder in Marzahn-Hellersdorf auch gerne bei uns die Unterstützung geben. Mindestens mal auch mit der Erststimme. Das war eine gelungene Wahlkampfrede. Nein, nein. Jetzt fehlte nur der Schlusssatz. Und der Mann, der das alles macht, der sitzt jetzt vor Ihnen. Aber ist gut, ich drücke die Daumen. Nun gibt es ja auch in Marzahn eine Gruppe von, wie soll ich sagen, Minderheiten, von deutschen Staatsangehörigen, die aber aus Russland gekommen sind, die sogenannten Russlanddeutschen. Ja. Ja? Wie gehen Sie, gibt es da Probleme? Und wenn nein, warum gibt es dort keine? Weil Sie besonders gut mit denen umgehen können? Die Deutschen aus Russland, davon leben rund 35.000 in Marzahn und Hellersdorf. 35.000? Ja, von 270.000 Einwohnern, 35.000. Es passierte natürlich Anfang der 90er Jahre, als die nach Deutschland und nach Berlin kamen, hatten sie zunächst die Residenzpflicht. Sie mussten da bleiben, wo sie eine Wohnung bekamen. Und später zogen sie stärker zusammen. Wohin zogen sie? Da, wo Wohnungen günstig waren. Auch übrigens da, wo sie Wohnung und Wohnumfeld kannten, ein bisschen wie in den Städten zu Hause. Und so ergab es sich, dass in Marzahn-Hellersdorf, aber auch in Lichtenberg, die Gruppe der Spätaussiedler oder wie ich sie gerne nenne, die Deutschen aus Russland, besonders groß ist. Und natürlich gibt es eine Reihe an Problemen, die diese Menschen haben. Es beginnt bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen. Bei der Frage, welche Chancen habe ich hier, welche Erwartungen hatte ich, als ich gekommen bin, finde ich jetzt hier Arbeit, finde ich hier Anschluss. Deutsche Sprache. Die deutsche Sprache ist gerade auch in der ersten Generation ein großes Problem. Wie komme ich mit den ganzen Ämtern klar? Ich bekomme nicht meine Rente, so wie es mir mal versprochen wurde. Das russlanddeutsche Rententhema ist auch in der bundespolitischen Rentenfrage immer wieder riesig groß. Und natürlich gibt es unterschiedliche Form von Integration. Es gibt diejenigen, die es schnell schaffen, die heute Ärzte, Zahnärzte, Physiotherapeuten, Steuerberater, Rechtsanwälte, Facharbeiter sind und die es gut geschafft haben, haben ihren Namen eingedeutscht. Da merken sie gar nicht, wo derjenige herkommt. Und dann gibt es die, meistens übrigens die Männer und bei den Kindern meistens die Jungs, die es nicht so stark schaffen. Und dann entsteht Frustration. Und die Sorgen, die dann entstehen, münden manchmal auch in Gewalt unter den Gruppen. Und das ist schon ein ernstzunehmendes Problem, auch in Marzahn und Hellersdorf. Umso wichtiger ist es, dass auch dort Arbeitsplätze entstehen, zum Beispiel in so einem Cleantech Business Park, wo auch ein Facharbeiter eine gute Möglichkeit hat, sich zu beweisen und mit seiner eigenen Hände Arbeit Geld zu verdienen. Denn die kamen hierher und waren überproportional stark am Anfang alimentiert. In der DDR brach die Wirtschaft zusammen, die Arbeitslosigkeit war gestiegen und dann kamen noch die Spätaussiedler.
Aus der Sicht der... Es waren, um es zu sagen, es waren 1,5 Millionen. Ja, und aus der Sicht der manche später aus dieser sagen gerne Bio-Deutschen, ja. Also aus der Sicht derer haben die gesagt... Opa mal gekommen ist, 1840, ja. Ja, auf Wunsch des russischen Zaren. Und, ja, und Katharina, ja. Ja. Braucht man die jetzt hier? So. Und was ich aber erlebe bei den Deutschen aus Russland, ist, dass sie die deutschen Traditionen, auch deutsche Liedgut, deutsche Feierlichkeiten, Feste, dass sie die teilweise viel intensiver leben als manch eine deutsche Familie. Naja, das haben sie ja in Russland und der Sowjetunion auch nur deswegen überlebt, weil sie das Deutsch schon behalten haben. Zum Teil ja auch ihre deutschen Namen. Ja. Ja? Ja, also es ist eine ganz ernstzunehmende und große Gruppe neben den Vietnamesen, die auch in den Ostberliner Bezirken eine große Rolle spielen. Wie viel sind das in 1000? 35.000 Russlanddeutsche? Ja, und das, Vietnamesen, wie viel haben Sie da? Bei den Vietnamesen ist das eine etwas schwierige Zahl, weil man nicht genau weiß, wer ist von vor 1989, 90, also in den Statistiken wird das nicht allzu genau ausgewiesen, aber es ist knapp ein Drittel von denen, also knapp 10.000 Vietnamesen und 35.000 Spätaussiedler sind das. Und das ist eine ganz entscheidende Gruppe, und die aber ein Interesse hat, sich in die Gesellschaft einzubringen und wo es sich lohnt, auch für deren Verbesserung der Lebensbedingungen zu arbeiten. Gibt es diesen Clean Tech Park? Ja. Ist ein Beispiel. Herr Adlershof, haben Sie gesagt, warum können wir das nicht auch hier machen? Könnten Sie? Gibt es solche Fläche? Gibt es solche Institute, die das unterstützen? Ich gehe fest davon aus, dass wir nach der nächsten Bundestagswahl endlich über einen Vollumzug des Deutschen Bundestages nach Berlin nachdenken. Und das ist ein Gesetz, und dass dieser, der das verhindert. Ich glaube, dass dieser Unsinn, dass die Hälfte der Ministerien mindestens zweimal die Woche durch die Gegend fliegt, dass man diesen Unsinn mal sein lässt. Nicht nur aus ökonomischen Gründen, auch aus ökologischen Gründen. Und Bonn hat mit der Deutschen Post, mit der Telekom, mit vielen anderen Ansiedlungen heute mehr Arbeitsplätze als zum Zeitpunkt, als es Regierungssitz war. Ich setze darauf, dass wir schrittweise dann auch die Institute und die Institutionen des Bundes nach Berlin bekommen. Und ich möchte, dass wir beispielsweise ein Umweltinstitut an den Standort in Marzahn bekommen, wenn dort der Cleantech Business Park sich mit sauberen Technologien beschäftigt. Ich finde, dass eine gute medizinische Einrichtung, zum Beispiel im Bereich der Sportmedizin, die es im Bund gibt, die noch nicht in Berlin sind, dass die auf das Gelände vom Unfallkrankenhaus kommen. Also das geht. Und Adlershof zeigt das ja. Diepken hat 1995 davon gesprochen, dass die Humboldt-Universität mit Mathematik und Physik da hingezogen ist. Und heute ist das voll vermietet. Drück beide Daumen, ne? Das ist klappt. Wir sind am Ende der Sendung. Das ist das, was Sie sich merken müssen. Denn wenn Mario Chaya im Bundestag sitzt, in den er einziehen will am 26. September, ja, und der ehemalige Gesundheitssenator von Berlin sagt, er hofft nicht drauf, sondern er wird einziehen. Ja? Wir werden dafür hart kämpfen. Wir sprechen spätestens vorher uns wieder und nachher dann sowieso. Vielen Dank, dass Sie da waren, Mario Chaya, und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Ich wünsche Ihnen noch ein gutes Jahr 2021, und wie immer, TV Berlin Spezial bleibt auch 2021 auf Dienstag 18:15 Uhr. Bis dahin, danke und tschüss.